Dann der nächste Aspekt, wir sind immer noch bei unserem Leitgedanken Haftung. Wenn Sie also heute Abend gefragt werden, was hast du heute gelernt, lautet Ihre Antwort Haftung. Ja, das ist der Leitgedanke für heute. Haftung. Haftung und Umweltschutz. Und auch hier haben wir ein spezielles Gesetz. Ja, wir wissen schon, wir haben in Deutschland für alles ein Gesetz. Ja, das finden Sie da. Ja gut, da finden Sie es vielleicht. Das Umwelthaftungsgesetz, aber wir müssen da jetzt noch nicht einsteigen. Das machen wir später mal, wenn wir über Ökologiemanagement speziell reden. Wir fassen stattdessen die drei wesentlichen Gesichtspunkte hier kurz zusammen. Erstens Gefährdungshaftung. Auch im Umwelthaftungsgesetz finden wir also den Aspekt der Gefährdungshaftung und wir wissen, was das ist, nämlich Haftung ohne Schuld. Zweitens Beweislasterleichterung. Beweislasterleichterung, ich erkläre das sofort. Und drittens eine Pflichtversicherung. Beweislasterleichterung, ich erkläre das sofort. Und drittens eine Pflichtversicherung. Das heißt, wer bestimmte Anlagen betreibt, die bestimmte Umweltschäden verursachen können, muss vom Gesetz wegen eine bestimmte Versicherung abschließen, damit er eventuelle Schäden, oder damit die Versicherung, die er abgeschlossen hat, eventuelle Schäden abdecken kann. Was ist Beweislasterleichterung? Beweislasterleichterung bedeutet im Wesentlichen einen Auskunftsanspruch des Geschädigten. Ein Auskunftsanspruch des Geschädigten. Denn denken wir daran, wir müssen ja schauen, dass wir zeigen können, dass genau diese Anlage ursächlich verantwortlich ist. Und deswegen haben wir hier laut Gesetz als Geschädigter einen Auskunftsanspruch. Also,